Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es den ultimativen Smokebox/HMD-Guide. Alles, was ihr wissen müsst, um mit einer Smokebox zu starten, aber auch um es zu perfektionieren. Ja, und damit willkommen zurück bei der Shisha WG. Wie gesagt, heute der ultimative Smokebox Guide. Ich habe versucht, alle Informationen, die man irgendwie braucht, um mit Smokeboxen zu starten, in dieses Video hier reinzupacken. Es ist relativ ausführlich, es geht ein bisschen länger, aber es ist auch fast alles, was ich an Erfahrung sammeln konnte in den 2 Jahren, die ich jetzt schon mit HMD rauche. Oder fast nur noch mit HMD rauche. Bevor wir anfangen mit dem eigentlichen Thema, noch kurz ein paar Worte zu meinem Setup hier. Ich rauche die Viro One in der neuen matt-schwarzen Version mit dem Forged Carbon. Obendrauf der Alpaca Huacaya in dem Confetti Colorway und den Lotus 1 Plus obendrauf und gerade sind 2 Kohlen drinne. Ich habe mit Absicht diese kleine Pfeife genommen, weil die nochmal so ein bisschen darstellen soll, dass es wirklich nur um dieses Setup hier geht bei der Rauchentwicklung. Und nicht um die Pfeife. Ja, also, obwohl das ja eine der kleinsten Pfeifen überhaupt ist, werdet ihr sehen, die Rauchentwicklung ist trotzdem sehr nice. Als Tabak habe ich übrigens gerade den neuen Hukain Mango Loco drin. So Leute, zwischendrin ganz kurz der Aufruf. Nur ungefähr die Hälfte der Leute, die diese Videos hier gucken, lassen auch ein Abo da. Und gerade Videos wie dieses hier sind krass viel Arbeit. Ich habe mit vielen Leuten drüber geredet, ich habe lange drüber nachgedacht, ich habe viel überlegt, was ich alles mit reinpacke, was nicht. Just saying, so Videos sind sehr viel Arbeit und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das anerkennt mit einem Daumen nach oben oder sogar mit einem Abo, da würde ich mich riesig drüber freuen, aber jetzt geht's weiter mit dem Smokebox Guide. Zum Start sollten wir vielleicht überhaupt erstmal kurz über die Definition von HMD reden. HMD steht für Heat Management Device, also sozusagen ein Hitzeregulierungswerkzeug. Im Grunde könnte also alles ein HMD sein, sowohl Kamin, Alufolie, Apple on top, aber auch Smokeboxen. Allgemein gesprochen, wenn jemand in der Shisha-Szene aber über ein HMD redet, dann meint man eigentlich immer so eine Smokebox, wo in der Regel 2 bis 3 Kohlen reingehen. Die Aufsätze, die zwar auch Smokeboxen sind, aber für eine Kohle, die nennt man meistens eher One Smoke oder ein Kohleaufsatz. Dann stellt sich natürlich als erstes die Frage, was ist ein HMD, warum sollte ich ein HMD benutzen und was macht ein HMD anders, also eine Smokebox. Wie gesagt, immer wenn ich jetzt HMD sage, meine ich Smokebox. Und was macht so ein HMD besonders und warum sollte ich überhaupt ein HMD benutzen und nicht einfach weiter mit Kamin oder mit Alufolie rauchen? Erstmal der grundlegende Aufbau von so einem HMD. Ihr habt in der Regel immer unten eine Platte, die etwas dicker ist als Alufolie und mit etwas meine ich schon deutlich mehr. Ich weiß nicht, wenn man das in Lagen Panzeralu ausdrücken würde, wären es wahrscheinlich so 8 Lagen, 9 Lagen, 10 Lagen, vielleicht sogar mehr. Auf jeden Fall wären es viele Lagen Panzeralu. Was bringt das Ganze? Die Hitze wird gleichmäßig unten auf der gesamten Fläche verteilt, anstatt relativ punktuell auf den Tabak zu kommen. Das führt dazu, dass man eine Smokebox während der Session eigentlich nie drehen muss, zumindest nicht, um die Hitze irgendwie besser zu verteilen. Wenn ihr mit Alufolie raucht und auf der die Kohlen habt, dann solltet ihr die während der Session immer mal ein bisschen rotieren. Ansonsten werdet ihr danach definitiv sehen, dass der Tabak an bestimmten Stellen stärker verbrannt ist oder verdampft ist als an anderen Stellen. Das heißt, das macht ein HMD schon mal besser als Alufolie. Außerdem habt ihr bei einem HMD immer diesen Rand hier oben rum und dann eben eine gewisse Füllmenge, wo die Kohle reingelegt werden kann. Dieser Rand ist sozusagen ein kleiner integrierter Windschutz, der dafür sorgt, dass die Kohle länger hält, weil weniger Wind und damit Sauerstoff dauerhaft an die Kohle kommt. Sauerstoff führt dazu, dass verbrennende Stoffe schneller verbrennen und auch heißer verbrennen. Ist also ein Schutz davor, dass die Kohle zu schnell verglüht, aber sorgt auch dafür, dass die Hitze eher drinne bleibt. Wenn man das jetzt auf Kaminrauchen überträgt, dann ist das natürlich noch stärker der Fall, dass diese passive Hitze, die unten über die Fläche von der Alufolie an den Tabak kommt, noch mehr zum Vorschein kommt. Bei einem Kamin arbeitet ihr in der Regel fast nur mit direkter Hitze. Das heißt, ein Kamin kann man natürlich auch schneller anrauchen, wenn man vorher ein bisschen wartet, aber ein Kamin lebt trotzdem davon, dass ihr dauerhaft die heiße Luft von der Kohle nach unten in den Kamin zieht. Das ist beim HMD nicht so. Ein HMD
kann man ein paar Minuten stehen lassen, dann ist der praktisch komplett ready zum Rauchen. Da kommen wir dann aber nochmal genauer drauf zu sprechen. Aber das ist so die grundlegende Funktionsweise. Ihr habt die dicke Metallplatte unten, die ihr durch eure Kohle erhitzt. Ihr habt den Rand außen rum, der die Kohle ein bisschen länger leben lässt. Und in der Mitte und an dem Boden meistens noch ein paar Rillen, die dafür sorgen, dass die Kohle nicht ausgeht. Und alles in allem für mich die logische Weiterentwicklung von Kamin-Alufolie, eben weitergedacht zum HMD. Das heißt, wenn ihr mit einem Kamin raucht, arbeitet ihr viel, viel mehr mit der direkten Hitze von oben. Mit Alufolie ist es so ein kleiner Übergang. Und natürlich, Leute, es gibt immer Setups, zum Beispiel ein klassisches Overpack mit einer Lage Haushaltsalu, wo man mit dieser direkten Hitze arbeiten will. Es wird immer Setups geben, die eine Ausnahme von diesen Regeln sein werden. Das sind dann aber ganz bewusste Setups, die diese Regeln ein bisschen umgehen oder anders ausspielen. Aber grundlegend gesagt ist es für mich auf jeden Fall so, und nochmal erwähnt, das ist nur meine persönliche Meinung über HMDs, meine persönliche Erfahrung aus den letzten 2 Jahren Rauchen mit HMD. Für mich ist ein HMD die beste Art zu rauchen, die einfachste Art zu rauchen und vor allem die konstanteste Art zu rauchen. Als nächstes will ich euch eine kleine Übersicht geben über die ganzen HMDs, und ihr seht schon, hier liegen einige vor mir. Ich habe einige mit der Zeit getestet. Ich würde aber sagen, dafür stelle ich die Kamera mal um und zeige euch die mal ein bisschen genauer. Und wir gehen mal die verschiedenen Smokeboxen durch und nennen so ein paar Vor- und Nachteile. So, wie versprochen, gucken wir uns jetzt als erstes mal ein paar Smokeboxen in der Übersicht an. Ich habe da mal ein paar rausgesucht, die ich so daheim habe. Ich würde sagen, die drei Kollegen heben wir uns mal kurz für den Schluss auf. Womit sollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, wir fangen mit der Seite einfach an und arbeiten uns nach da drüben durch. Hier haben wir als erstes den Kalaut 2. So, der Lotus 2 hat eine etwas besondere Position in unserem Ranking, weil der Lotus 2 natürlich eigentlich ein sehr, sehr nice gefertigtes Produkt ist, das auch sehr, sehr besonders aussieht. Der Lotus 2 hat allerdings ein Problem, und das ist dieser Ring hier unten, der je nachdem, welchen Kopf man benutzt, dann schon auf dem Tabak liegen kann. Ja, nimmt man zum Beispiel einen Werkbund Zeus und packt jetzt den Lotus 2 drauf, sieht das erstmal außen so aus, als wäre alles wunderbar und als würde das da super gut drauf passen. Wenn man jetzt aber überlegt, dass dieser Ring nochmal deutlich unter dem äußeren Ring liegt, dann muss man schon sehr, sehr niedrig bauen, dass die Luft noch über dem Tabak durchgehen könnte. Also wenn man den Kopf jetzt ungefähr randhoch bauen würde, legt dann diesen Aufsatz hier drauf, dann verschließt dieser Ring euch praktisch den kompletten Durchzug. Deswegen mag ich den Lotus 2 nicht so gerne, beziehungsweise nur auf besonderen Köpfen, wo er dann eben gut drauf passt. Aber das sind eben leider nicht so viele. Deswegen der Lotus 2 kein Favorit bei mir. Die einzigen Köpfe oder der einzige Kopf, auf dem ich ihn rauche, ist die Mummy Bowl. Da funktioniert das tatsächlich ganz nice. Hoppala. Da funktioniert das tatsächlich ganz nice, weil man halt außen hier noch diesen Rand hat und da kann man ihn sehr gut drauflegen. Das funktioniert sehr, sehr gut mit dem. Da kann man das auf jeden Fall machen. Ein anderer Kopf, mit dem der Lotus 2 natürlich sehr gut funktioniert, ist der Kalaut Samsaris, der extra für den Lotus 2 gemacht wurde. Wir sehen auch, wir haben hier diese 4 kleinen Einkerbungen im Kalaut 2 und für die Einkerbung haben wir dann hier in dem Kopf auch immer nochmal diese Noppen, und genau da können wir dann den Lotus 2 reinsetzen und das passt dann sehr, sehr gut. Da funktioniert er natürlich auch sehr, sehr gut, allerdings mag ich den Kopf an sich nicht so gerne. Wenn man den mit Kontakt rauchen will, muss da schon sehr, sehr viel Tabak rein. Deswegen auch das nicht wirklich eine geile Option für mich. Ergo, Lotus 2 in besonderen Fällen, wenn es mal irgendwie ein besonders schönes Setup sein soll, kann man machen. Aber 70 Euro für das Ding, eher nein, meiner Meinung nach. So, der nächste Aufsatz, den ich mir in Russland auf der Messe mitgenommen habe, der Sid Clouds. Man kann ihn wohl in Deutschland kaufen mittlerweile, allerdings ohne Deckel, weil der Deckel würde wieder gegen das Patent von Lotus verstoßen. Vielleicht sollten wir auch generell mal kurz über das Patent von Lotus reden. Kalaut hat auch so einige Details, die Patente. Zum Beispiel wäre das die zweiteilige Unterseite, dass man einmal hier diesen Rand hat und dass an der Unterseite die Platte ist, die dann damit verschraubt wird. Der Deckel kann verstellbar sein. Da haben die auch ein Patent drauf. Und wo sie auch noch ein Patent drauf haben, sind die Noppen. Und das ist wahrscheinlich das entscheidende Patent, warum der Lotus 1 Plus meine absolute Lieblings-Smokebox ist, aber da kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu. Deswegen, wir stellen ihn nochmal kurz zur Seite. Aber just saying, der hat auf jeden Fall schon mal keine Noppen, sondern wieder so einen Ring, der wieder, je nachdem wie man den Kopf baut und wie der Kopf gebaut werden muss,
komplett im Tabak hängen kann und euch ein bisschen den Durchzug zerstören kann. Deswegen der auch mit Vorsicht zu genießen. Innen sehr, sehr nice gemacht. Besonderheit am Sitcloud sind hier diese kleinen Röhrchen, durch die man die Luft von oben zieht. Das heißt, es kann keine Asche unten in den Kopf fallen. Macht aber im echten Leben, sage ich mal, eigentlich keinen Unterschied, ob du jetzt die heiße Luft da von oben ziehst oder ob du die aus einem Schlitz unten ziehst, so wie es bei fast jeder anderen Smokebox der Fall ist. Also das macht nicht so viel aus. In Deutschland ist der auch nicht gerade günstig, also den kriegt man auch meistens erst so über 35, 40 Euro und dann muss ich sagen, würde ich halt auch lieber wieder 10, 20 Euro drauflegen und mir einen Lotus 1 Plus holen. Das heißt, der Sitclouds von der Optik her natürlich extrem schön, gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Meinen Rosé-Goldenen habe ich leider gerade verliehen, sonst könnte ich euch den auch noch zeigen. Aber die Farben bei Sitclouds natürlich sehr, sehr nice. So, nächste Smokebox auf unserer Liste, Kaya The Block 3.0. Tatsächlich eine der besseren Alternativen, muss ich sagen. Wir haben keine Noppen, sondern hier so Balken. Die sind ein bisschen länger und lassen nicht so viel Platz für Durchzug hier über. Aber ja, eine der besseren Smokebox-Alternativen finde ich tatsächlich. Weil hier vielleicht diese Balken sind, statt die Noppen komplett wegzulassen. Und kostet meistens so 30 Euro, ist aus Edelstahl, sollte von der Reinigung also besser sein, muss aber sagen, ich weiß nicht, ob man es sieht, ich habe schon einen ganz leichten Rostansatz in den Schrauben. Also entweder sind es billige Schrauben oder da ist irgendwas anderes schiefgelaufen, aber normal sollte das Ding noch nicht am Rosten sein. MIG Razer. Deckel habe ich leider gerade nicht gefunden, sieht aber sehr, sehr ähnlich zu dem A&O-Deckel hier aus. Also ist auch nicht verstellbar, weil das würde ja gegen das Kalaut-Patent verstoßen. Wir haben aber wieder auf der Unterseite einen dicken Balken und das gefällt mir persönlich eben nicht so gut. Wenn man auf Kontakt raucht, ist das eher unpraktisch. Ich würde sagen, die einzige Smokebox, die man noch auf Kontakt rauchen kann, abgesehen von Kalauts, ist die Kaya The Block. Eingeschränkt, aber noch am besten von allen Alternativen. Der MIG Razer durch diesen dicken Balken hier eben auch nicht so nice für ein Kontakt-Setup geeignet, meiner Meinung nach. Für Abstand-Setups sind die allerdings alle sehr gut. Ja? Also da kann man das schon machen. Gerade für Abstand ist zum Beispiel der MIG Razer und auch der A&O extrem gut, weil man 3 Kohlen direkt reinkriegt. Ja? Ihr seht schon, das ist definitiv ein größeres Füllvolumen als bei dem Lotus 1 Plus. Und deswegen gefallen mir die für Abstandssetup tendenziell fast sogar besser. Man braucht bei Abstand mehr Hitze in der Smokebox als bei einem Kontaktsetup. Deswegen ist es nice, dass man hier 3 Kohlen reinkriegt im Vergleich zu 2 Kohlen im Kalaut. Der Unterschied zwischen den beiden ist, ich finde die Schlitze beim A&O tatsächlich besser. Außerdem finde ich es nice, dass das Logo hier mit drin ist. Ist ein sehr schönes Detail, wenn ihr mich fragt. Die Schlitze sind besser gemacht, das heißt die Kohle geht weniger oft aus und die Luftschlitze in den Kopf sind auch ein wenig größer bzw. dicker und massiver, dafür nicht so breit, aber vom Volumen her, wenn wir es prozentual ausdrücken, würde ich sagen, ist das beim A&O immer noch ein bisschen mehr, was ihr runter in den Kopf ziehen könnt, als beim MIG Razer. Also wie gesagt, die beiden sehr nice, wenn ihr Abstandssetup brauchen wollt und bei beiden ist so ein Deckel dabei, der natürlich nicht, also ihr könnt ihn natürlich bewegen, aber es ist nicht so, als würde sich irgendwas am Lufteinlass ändern, ne? Ist klar. Weil, again, Kalaut hat das Patent. Ja, dann haben wir noch dieses Ding hier. Das ist schon sehr, sehr alt. Da ist auch mal ein bisschen was dran gekommen. Der sieht nicht mehr so schön aus, Leute. Das ist der Amy-Aufsatz. Ich weiß gar nicht, ob die Amy-Smokebox da noch einen besonderen Namen hat. Das ist das Ding vom Z218. Ja, den kennen ja bestimmt einige von euch vom Amy Glasi Kristallglaskopf und vom Amy Z218. Relativ dünn und die Noppen sind nicht so nice, aber immerhin hat er ein paar Noppen, also ist auch nicht so schlecht. Allerdings ist das Ding deutlich größer, also wenn wir da mal so ein Lotus 1 unten drunter halten, dann seht ihr schon, dass der von Amy doch deutlich größer ist. Das macht es auf manchen Köpfen schwieriger, vor allem wenn man noch überlegt, dass die Schlitze so weit außen sind. Ihr seht das, beim Kalaut sind die deutlich weiter in der Mitte als bei dem Amy. Das heißt, der Kalaut ist kleiner und die Schlitze liegen weiter in der Mitte. Beim Amy sind die Schlitze weiter außen und er ist größer. Das heißt, wenn man guckt, wie weit vom Mittelpunkt die Schlitze weg sind, dann ist das bei dem Amy-Ding deutlich, deutlich krasser als bei dem Kalaut 1. Kalaut 1 findet man, wenn man im Internet sucht, auf diversen Seiten mittlerweile.
teilweise auch erschreckend günstig. Frage ich mich, wie das bei einem Originalprodukt überhaupt sein kann. Aber den findet man auf jeden Fall im Internet. Allerdings kann es passieren, dass das hier passiert, dass die Schrauben anfangen zu rosten. Früher oder später werden die dann wahrscheinlich ausfallen, weil sie nicht mehr halten und einfach komplett kaputt sind. Ich habe die trotzdem sehr lange geraucht. Ich habe die Dinger hier jetzt mittlerweile, weiß nicht, zweieinhalb Jahre und die halten mir immer noch. Hier hat sich irgendwie so eine kleine Lippe verformt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da unten. Hier so ein kleines Stück. Aber die funktionieren immer noch. Der Unterschied vom Lotus 1 zum Lotus 1 Plus ist die Größe. Ihr seht schon, der Winkel, wie die Wand nach oben geht, ist bei dem deutlich schräger als bei dem hier. Also beim Lotus 1 ist es sehr, sehr schwierig, direkt zwei Kohlen reinzukriegen. Beim Lotus 1 Plus kriegt ihr bis 27er Kohle nach dem Anmachen direkt rein. Bei 28er Kohle nach dem Anmachen kann es schon sehr, sehr eng werden. Aber hier ist auch mit zwei 26er Kohlen manchmal Krise nach dem Anmachen. Wir sehen auch, dass sich die Noppen innen krass verändert haben. Ja, der Lotus 1 hatte hier so leichte kleine Noppen. Die reichen in der Regel aus. Ich finde aber trotzdem, dass das Hitzemanagement beim Lotus 1 Plus definitiv nochmal besser funktioniert über diese größeren Noppen hier. Ja. Von den Schlitzen her unten ist es relativ ähnlich aufgebaut. Wir haben aber noch etwas größere Schlitze beim Lotus 1 Plus. Dafür ein bisschen weniger breit. Ihr seht auch hier bei dem originalen Lotus 1 Plus, da rostet nichts, obwohl ich die oft über Nacht in Wasser einlege. Aber das seht ihr später nochmal bei der Reinigung. Ja, Lotus 1 Plus, ein kleiner Zusatzpunkt haben wir da noch. Wie gesagt, Lotus 1 Plus definitiv meine absolute Lieblings-Smokebox. Ich habe mir mittlerweile ein paar geholt, damit ich die auch über Nacht mal im Wasser liegen kann, um die gut zu reinigen. Aber das Ding ist einfach die ultimative Smokebox für mich. Es funktioniert alles genauso, wie ich das haben will. Ich kann zwei Kohlen reinlegen, die gehen nicht aus durch die massiven Schlitze. Die Verarbeitung ist sehr, sehr nice. Es rostet nichts, obwohl ich ihn dauerhaft im Wasser liegen lasse. Ich habe die Noppen, die mir ein schönes Kontakt-Setup oder auch Vollkontakt, also Noppenkontakt oder Vollkontakt-Setup ermöglichen. Und es ist für mich einfach die beste Smokebox. Und ihr seht auch, ich kriege die auch immer schön sauber. Also ich zeige euch ja gleich noch, wie ich die sauber mache. Aber bei mir sehen die eigentlich immer ganz gut sauber aus. Ja, den gibt es auch noch in schwarz. Dann sieht das Ganze so aus. Auch ein sehr, sehr schönes Gerät. Übrigens, so, oder ich zeige euch erstmal den. So sieht der Kalaut 1 Plus Niris nach ungefähr mittlerweile 400 Köpfen aus, würde ich sagen. Ich habe auch hier einen fetten Kratzer drinne. Da ist er mir beim Outdoor-Rauchen mal runtergefallen und dann hat er ein paar Schrammen bekommen. An sich nutzt sich die Unterseite auf jeden Fall ab, wenn man das so sauber macht wie ich. Also wenn man den ordentlich sauber machen will, dann wird sich die Unterseite leider ablösen oder verfärben halt, nicht ablösen, aber es verfärbt sich halt über die Dauer. Ihr seht schon hier im Ansatz der Noppen wird es schon wieder silber. Aber, und das ist das Wichtige, finde ich, wenn ihr den gut behandelt und nicht runterschmeißt und Co., dann sieht der oben trotzdem sehr, sehr schön aus. Ja, das ist das Wichtige. Oben sieht er trotzdem sehr, sehr schön aus und innen ebenfalls. Das heißt, yo, die Unterseite verfärbt sich, aber das ist ja egal. Die kommt ja eh auf den Kopf. So, und als nächstes gucken wir uns noch ein paar Beispiele an, wie hier die Smokebox auf die Köpfe passt. Als erstes haben wir hier die Mummy Bowl von Japona, da absolut perfekt, sitzt wunderbar und funktioniert auch hervorragend gut so. Also das wirklich absolut gut. Wir gehen mal ein paar Smokeboxen durch. Kaya passt ebenfalls sehr gut. Wir nehmen mal noch den A&O dazu und den Amy werden bestimmt viele haben. Amy sitzt sehr, sehr eng, könnte, wenn sich das Material hier ausdehnt, wenn es Hitze bekommt, eventuell zu Problemen führen. Aber an sich passt das Ding drauf. Und der A&O passt auch sehr, sehr gut. Und noch nehmen wir noch den Sitclouds mit rein. Sitclouds passt auch. Allerdings habe ich beim Sitclouds schon ein paar Beschwerden gehört, dass er sich wohl ausdehnen kann und dann ein Stück von der Mummy Bowl abplatzt. Also da wäre ich eher vorsichtig bei der Mummy Bowl mit größeren Smokeboxen. So, als nächstes der Werk Bunzeus. Wir probieren wieder als erstes den Lotus 1 Plus. Absolut perfekter Sitz. Wunderbar. Gerade wenn ihr da mit Noppenkontakt raucht, ne? Also wenn hier die Noppen noch im Kontakt hängen, dann müsst ihr da keine Angst haben. Die sind immer ein bisschen wackelig. Ja, also hier so ein bisschen wackelig sind die, bis man auf Noppenkontakt raucht. Und sobald man mit Kontakt raucht, sitzen die wieder sehr, sehr gut. Sitclouds fast ein kleines bisschen zu groß, aber es geht noch klar. Sieht allerdings irgendwie ein bisschen falsch aus. Kaya the Block sitzt sehr nice. A&O HMD sitzt auch sehr, sehr gut. Da hat man dann, wie gesagt, das Problem, wenn man auf Kontakt raucht, man hat
keine Noppen unten dran. Und als letztes noch die Z218 Smokebox, die aber eigentlich auch ganz gut passt, auch wenn es nicht so nice auf dem Kopf aussieht, meiner Meinung nach. Also, Zeus passen auch sehr viele Smokeboxen gut drauf. So, der ATH hat ja auch hier den vorgefertigten HMD-Rand, wo wir ein HMD schon reinsetzen können. Lotus 1 Plus, wie auf fast jedem Kopf, wunderbar. Kaya The Block rutscht ein bisschen krass hin und her tatsächlich, aber passt auch gut rein. Sid Clouds passt auch gut drauf. A&O HMD passt auch sehr, sehr nice. Und Z218 passt auch gut, ist aber auch sehr, sehr wackelig. Also das ist schon hier, wackelt sehr krass rum. Aber geht, passen alle drauf, kann man machen. Noch ein kleiner Funnel im Vergleich. Kalaut 1 Plus. Wenn ihr Köpfe habt, die klein sind, also das ist jetzt zum Beispiel der Hooker John 80 Feet 80, ein Kopf, der für Alufolie ausgelegt ist. Wenn ihr jetzt hier versucht, eine Smokebox drauf zu packen, nehmen wir mal den Lotus 1. Wenn ihr es drauflegt, könnt ihr immer gucken, ob in den Schlitzen, ja, wenn ihr hier in die Schlitze reinguckt, wenn ihr da seht, dass diese Schlitze über dem Tabakdepot sind, dann könnt ihr mit der Smokebox rauchen. Wenn ihr seht, dass die auf dem Rand liegen, könnte es vielleicht gerade noch so funktionieren. Wenn ihr seht, dass die außerhalb vom Rand sind, also wenn ihr ganz klar sehen würdet, wie hier jetzt, wenn ihr ganz klar sehen würdet, so die liegen nicht über dem Tabakdepot, dann könnt ihr das auch nicht benutzen. Ja, also dann funktioniert eine Smokebox nicht. Aber an sich ist es nicht schlimm, wenn eine Smokebox ein kleines bisschen übersteht. Ja? Also das ist kein Problem, wenn das an sich so aussieht. Solange die Schlitze über dem Tabakdepot sind, ist alles in Ordnung. Dann könnt ihr das machen. Sieht dann halt nicht so nice aus und ob es so gut hält, ist die andere Frage. Aber man könnte es auf jeden Fall machen. Das ist der wichtige Punkt. Diese Schlitze hier, die müssen über dem Tabakdepot beim Kopf liegen. So, der kurze Exkurs. Wie gesagt, der 80 Feet ist eigentlich kein Kopf, den man mit Smokebox rauchen sollte. Das ist ein Kopf für Alufolie. So, machen wir weiter mit dem ATH Arena. Da haben wir jetzt das Problem, der hat keinen, also das liegt nicht innen. Ja, also diese innere Kante hier vom Kalaut, die liegt nicht innen beim Kopf. Aber da die Schlitze über dem Depot sind, kann man den ATH Arena auf jeden Fall mit dem Lotus 1 Plus rauchen. Beim Sid Clouds ähnlich. Die Röhrchen hier gehen über dem Tabakdepot rein, das heißt, es funktioniert, sieht allerdings ein bisschen zu groß aus und das zieht sich auch durch die ganzen großen Smokeboxen meiner Meinung nach. Die sehen da irgendwie ein kleines bisschen fehl am Platz aus, aber es funktioniert mit allen und ihr seht auch hier, der A&O liegt gerade so über dem Depot, eher fast schon über dem Rand, aber ich habe es probiert, es funktioniert auf jeden Fall. Man kann dann die Luft schon noch ins Depot reinziehen. Also es funktioniert, ist aber hart an der Grenze mit dem A&O. Und der Kaya hat dasselbe Problem. Die Schlitze liegen innen, aber gerade noch so über dem Depot. Auch das kann man also machen, ist aber nicht optimal. Perfekt wäre tatsächlich bei dem, der Lotus 1. Da sitzen die Schlitze sehr nice über dem Depot. Und das geht auf jeden Fall klar. So. Wir machen weiter mit noch ein paar Klassikern. Hooker John Harmony Bowl, Lotus 1 Plus, Perfect Fit. Also das ist das Dream Team Paar, würde ich sagen. Aber da passen eigentlich auch alle drauf. Also es ist jetzt nicht nur der Lotus 1 Plus, der passt. Der Sid Clouds passt auch sehr, sehr gut. Der Z218 Aufsatz passt auch drauf. Der A&O Aufsatz passt ebenfalls. Und auch der Kaya The Block sitzt da sehr, sehr gut drauf. Ebenfalls ein Klassiker unter den guten Funneln, der Hua Kaya. Und auch da ist es ein Perfect Fit mit dem Kalaut 1 Plus, aber auch die anderen Köpfe passen drauf. Sid Clouds, auch die anderen HMD, Sid Clouds, A&O sitzt wunderbar. Kaya The Block auch perfekt. Und auch der Z218 passen da gut drauf. Das heißt, Leute, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, alle Köpfe, die von der Depotgröße so auf Hua Kaya, Harmony, Zeus und Mummy Bowl Niveau sind, die passen da immer sehr gut. Ja? Ich kann natürlich jetzt euch noch die anderen Köpfe hier zeigen, die ich noch so rumstehen habe. Oblako, genau dasselbe, passt auch sehr, sehr gut. Bei dem L sitzt er sogar innen. Bei dem M, hatten wir mal gucken, ob ich einen M erwischt habe, wo es innen sitzt. Genau, bei dem M könnt ihr manchmal das Problem haben, wenn ihr jetzt diese Kante hier
aligned, sozusagen, dass die auf der einen Seite innen sitzt. Also wenn ihr den Oblaco benutzt und ihr das auf der einen Seite reinlegt an die Kante, seht ihr manchmal, dass auf der anderen Seite an der Kante so eine kleine Gap ist. Ja, also dass der hier ein bisschen höher steht als auf der anderen Seite. Das ist kein Problem, Leute. Ja, also solange das nicht irgendwie so auf eurem Kopf sitzt, dass halt die Schlitze nicht über dem Depot sind, ist das, wie gesagt, kein Problem und könnt ihr locker machen. Ja, aber auch auf dem Oblaco passen die ganzen üblichen Verdächtigen sehr, sehr gut drauf. So, gehen wir noch schnell ein paar andere Köpfe durch. Wir haben noch eine Besonderheit und zwar ist es der Ocean 68. Warum ist der eine Besonderheit? Er ist fast zu groß für einige Smokeboxen und dadurch passiert Folgendes. Die Smokebox sitzt sehr, sehr weit innen. Also ihr seht, dass hier noch so eine kleine Gap ist. Dadurch sitzt das wirklich hier von der Smokebox auf dem äußersten Rand. Und das sorgt dafür, dass es ein bisschen tiefer sitzt. Das heißt, wo man zum Beispiel einen Oblaco L oder so ein Stück höher bauen kann, muss man bei dem Ocean 68, um auf Noppenkontakt zu rauchen, gar nicht so unglaublich hoch bauen. Also das ist was, worauf ihr dann auf jeden Fall achten könntet. Ja, aber auch auf den Ocean 68 passen dann alle sehr, sehr gut. Fast sogar noch nicer für die etwas größeren Smokeboxen als für den Kalaut, aber die funktionieren alle sehr gut. Ja Leute, so viel auf jeden Fall zu der kurzen Übersicht, welche Köpfe man benutzen kann und welche HMDs es gibt. Ich weiß, das zieht sich alles ein bisschen in die Länge, aber das soll auch der ultimative HMD-Guide sein, in dem ihr alles auf einmal gezeigt kriegt. Wenn ihr euch jetzt dazu entscheidet, ein HMD zu holen, und vor eurer ersten Benutzung steht, dann gibt es ein paar Punkte, die ihr auf jeden Fall beachten solltet. Was ich euch immer empfehle, um auf Nummer sicher zu gehen, wenn diese Dinge aus der Fabrik kommen, können noch Rückstände von zum Beispiel Schmierstoffen und Co. dran sein. Muss nicht sein, vor allem bei hochwertigeren HMDs ist es oft nicht der Fall. Es könnte aber der Fall sein. Und um einfach auf Nummer sicher zu gehen, würde ich euch immer empfehlen, macht euch zwei Kohlen an, legt hier zwei Kohlen rein, macht den Deckel offen drauf und legt das Ding auf irgendeine feuerfeste Unterlage. Das heißt am besten nicht hier irgendwie aufs Holzbrett oder einfach auf euren Herd oder so, legt das irgendwie draußen auf eine Steinplatte und lasst das einfach mal 20 bis 30 Minuten stehen. Dann habt ihr diese ganzen Schmierstoffe, die hier eventuell noch drin sein können, weggebrannt. Ihr könnt es auch ohne probieren, dann kann es aber sein, dass der erste Kopf ein bisschen komisch schmeckt, weil eben diese Rückstände hier dran noch verdampfen. Finde ich nicht so lecker, deswegen habe ich es mit all meinen HMDs so gemacht. Wenn die kommen, zwei Kohlen rein, 20 bis 30 Minuten stehen lassen und dann hat sich die Sache. Und dann sind die Dinger tipptopp, dann macht ihr die einmal sauber, also die Asche raus, spült die einmal durch, trocknet die ab und dann kann es losgehen. Ganz wichtig zu erwähnen, auf jeden Fall mit der Kohle machen und nicht einfach das Ding mit auf den Anzünder geben. Je nach Anzünder kann der Anzünder, gerade wenn noch Kohle mit drauf liegt oder so, heißer werden als der Schmelzpunkt von Aluminium. Was bedeutet, ihr könntet euch das Ding schon beim ersten Ausbrennen zerstören, wenn ihr das auf einem Kohleanzünder macht. Deswegen macht das auf jeden Fall einfach mit der Kohle drinne und nicht auf dem Anzünder. Klar, Anzünder geht schneller und wäre viel einfacher. Aber Leute, es gibt nichts Belastenderes, als wenn ihr euch so ein Ding, so ein Lotus für 50 bis 60 Euro kauft. Dann legt ihr den auf den Anzünder und ist einfach kaputt vom ersten Benutzen. Ein Kumpel von mir hat sich den Lotus 2 geholt für 70 Euro, hat den auf dem Kohleanzünder ausgebrannt, wollte mit der Zange reingehen, um ihn zu greifen und ist einfach straight durch das Metall durchgegangen, weil es schon halb weggeschmolzen war. Das heißt, er hat seinen 70 Euro Kalaut 2 zerlegt, bevor er ihn ein einziges Mal geraucht hat. Deswegen Safety-Empfehlung, macht das bitte einfach mit Kohle. Ansonsten könnte es passieren, dass ihr euch euren Lotus-Aufsatz zerstört, bevor ihr ihn das erste Mal raucht. So, sagen wir, ihr habt euren Lotus ausgebrannt und der Lotus ist jetzt ready und ihr wollt euch jetzt einen Kopf bauen. Wie baut man dann überhaupt einen Kopf mit einem HMD? Das kommt natürlich erstmal auf euren HMD an. Es gibt HMDs, die haben unten keine Noppen. Es gibt HMDs, die haben unten Noppen. Für mich ist die perfekte Art zu rauchen mit einem HMD mit Noppenkontakt oder Vollkontakt. Ihr könnt natürlich auch auf Abstand rauchen. Das nimmt dem HMD-Rauchen allerdings so ein paar entscheidende Vorteile. Ich finde, so richtig intensiv wird Rauch und Geschmack erst, wenn man mindestens auf Noppenkontakt raucht. Deswegen bei mir auch immer eher die Empfehlung, einen Lotus mit Noppen zu holen. Kalaut hat das Patent bei den Lotus-Dingern angemeldet. Die haben unten die Noppen. Und Noppenkontakt zu rauchen ohne Noppen könnte relativ schwer werden. Aber welche Bauarten gibt es überhaupt? Ihr könnt natürlich auf Abstand rauchen, das heißt kein Tabak berührt die Smokebox. Das ist zum Beispiel empfehlenswert, wenn ihr jetzt mit Mehrlochköpfen, zum Beispiel dem Solaris oder einem Oblaco Killer oder anderen Mehrlochköpfen raucht. Ihr könnt das Ganze auf Noppenkontakt bauen. Das ist so mein Lieblingssetup, sage ich mal, weil es sehr einfach zu rauchen noch ist, aber schon deutlich, deutlich intensiver als ein Abstandssetup ist. Das heißt, ihr baut so, dass die obere Schicht vom Tabak an diesen Noppen hier sitzt.
Das ist ein bisschen Fummelarbeit, man muss das erstmal rausbekommen. Da hilft nur ausprobieren, Leute, baut mal einen Kopf, legt den Lotus drauf, bewegt den so ein bisschen und dann werdet ihr schon sehen, ob da eben was an den Noppen hängt. Und das dritte Setup, das man benutzen könnte, ist Vollkontakt. Das heißt, die ganze Smokebox liegt auf dem Tabak und hat schon gar keinen Kontakt mehr zum Kopf. Das heißt, wenn ihr das neben dem Kopf sehen würdet, wäre das dann ungefähr, ne, ihr habt so eine kleine Gap, also der Lotus sitzt gar nicht auf dem Kopf, sondern ihr habt da so eine kleine Gap und ihr seht da sogar durch diesen Schlitz den Tabak. Das ist nochmal krasser, nochmal intensiver, kann noch mehr Rauch produzieren, noch mehr Geschmack freisetzen, ist aber auch deutlich anstrengender zu rauchen, also das ist eher was für erfahrenere Leute. Deswegen mein Lieblingssetup ist in der Regel Noppenkontakt, wenn ich Bock drauf habe, auch gerne mal ein Vollkontakt-Setup, aber für die meisten normalen Sessions baue ich mir ein gutes Noppenkontakt-Setup. Was ist der Vorteil von Noppenkontakt? Naja, dadurch, dass diese Noppen eben im Tabak hängen und die Noppen auch heiß sind, kann die Hitze viel krasser an den Tabak weitergeleitet werden, was eben dazu führt, dass der Tabak ein bisschen heißer ist, mehr Molasse verdampfen kann, mehr Rauch entsteht und mehr Geschmack transportiert wird. Wo man auch noch ein bisschen bei den Kopfbauarten unterscheiden muss, ist wie gesagt Mehrlochköpfe, also Köpfe, die ein tieferes Depot haben und unten mehrere Löcher sind, oder ein Funnel, eben ein Einlochkopf, wie ihr schon so oft bei mir in den Videos gesehen habt, der eben ein Loch mit so einer kleinen Erhöhung in der Mitte hat. Wenn ich einen Funnel rauche, dann rauche ich fast immer auf Noppenkontakt, manchmal auf Vollkontakt. Mit Mehrlochköpfen rauche ich lieber auf Abstand, da habt ihr natürlich auch oben eine komplette Fläche an Tabak. Bei den Funnelköpfen liegt ja natürlich nur ein Ring an Tabak drin und in der Mitte ist trotzdem frei. Aber so würde ich das auf jeden Fall machen. Ich würde bei Mehrlochköpfen mit dem Lotus auf Abstand rauchen, vielleicht auf einem leichten Noppenkontakt, und bei Funnel dann ein richtiges Noppenkontakt-Setup oder ein Vollkontakt-Setup. Okay Leute, hier nochmal die drei gebauten Köpfe im Überblick. Wir haben einmal einen Kopf auf Abstand, einmal einen Kopf auf Noppenkontakt und einen Kopf auf Vollkontakt slash Anfang Overpack. Also es geht über den Rand hinaus, deswegen ist es tendenziell ein Overpack. Oft meint man aber auch andere Sachen mit einem Overpack. Da wollen wir uns jetzt gar nicht so unglaublich lange mit beschäftigen. Der Punkt ist, wir gucken die mal nacheinander durch. Das hier ist das Abstandssetup. Was bedeutet Abstandssetup? Abstandssetup bedeutet, wenn wir jetzt hier eine Smokebox drauflegen und die ein wenig drehen, sehen wir, dass an der Unterseite kein Tabak hängt. Ja, also weder an den Noppen noch an der Unterseite hängt irgendwo Tabak. Ergo, der Tabak hat Abstand zur Smokebox. Das ist ein Abstandssetup. Das zweite, was wir haben, ist ein Noppenkontakt-Setup. Das sieht dann so aus, dass wenn wir jetzt hier die Smokebox drauflegen, merken wir schon, dass es leicht federt beim Drauflegen. Und wenn wir uns jetzt die Smokebox von unten angucken, sehen wir ganz klar, an den Noppen hängt teilweise Tabak und auch Molasse. Die sind leicht feucht, das spürt man. Ergo, das hier ist ein Noppenkontakt-Setup. Ich würde übrigens empfehlen, bei einem Funnel mindestens so zu rauchen. Ein Abstandssetup würde ich nur empfehlen, wenn ihr mit Mehrlochköpfen raucht, wie zum Beispiel einer Oblaco Killer Bowl. Dann macht das Ganze Sinn, mit einem Abstandssetup zu rauchen, aber nicht in einem Funnel, zumindest meiner Meinung nach. Und die dritte Option ist ein Vollkontakt-slash-Overpack. Wir sehen, dass der Tabak deutlich über den Rand vom Kopf hinausgeht. Wenn wir jetzt hier eine Smokebox drauflegen, sehen wir auch, dass die Smokebox komplett auf dem Tabak liegt und gar nicht mehr den Kopf berührt. Das wird sich noch ein bisschen senken, wenn man dann anfängt zu rauchen. Aber am Anfang hat man da eben diese Riesengap mit drinne. Und das ist dann ein Vollkontakt. Ergo, die Smokebox hat keinen Kontakt zum Kopf, sondern nur Kontakt zum Tabak. Zumindest am Anfang. Man kann da auch übertreiben und noch mehr nehmen. Man kann auch ein bisschen weniger nehmen. Wir sehen auch jetzt hier an der Smokebox, da hängt jetzt überall Tabak dran. So ist das auf jeden Fall im Vollkontakt. Ich befinde mich bei meinem Kopfbau, mein persönlicher Lieblingskopfbau ist irgendwo zwischen den beiden. Ich mache es ungefähr meistens randhoch. Der Noppenkontakt ist ganz leicht unter den Rand gebaut. Der Vollkontakt ist leicht über den Rand gebaut. Meistens mache ich es ungefähr randhoch. Dann ist das so ein sehr guter Noppenkontakt oder schon fast ein leichtes Vollkontakt-Setup. So rauche ich einfach am liebsten. Aber Leute, da könnt ihr euch auch einfach ausprobieren und dann herausfinden, wie ihr am liebsten raucht. Der nächste Punkt und der wahrscheinlich wichtigste Punkt. Ihr habt jetzt also euren Kalaut ausgebrannt und ihr habt euch euer Köpfchen gebaut. Ihr setzt euren Kopf auf eure Pfeife, setzt euer HMD drauf und macht die Kohle an. Oder am besten habt ihr sie schon vorher gemacht und die ist dann fertig. Aber ihr setzt gerade euren HMD auf euren Kopf drauf
und jetzt kommt die Kohle rein. Wie macht man das? Wie viel Kohlen kommen da rein? Wo lege ich die Kohle hin? Wie muss ich die bewegen? Muss ich die überhaupt bewegen? Mache ich den Deckel direkt drauf oder nicht? Da kommen wir jetzt zu. Also, wie mache ich das und was ist der Weg, den ich über die Jahre herausgefunden habe, der für mich persönlich am besten funktioniert? Unsere Kohle ist an und im Kohlekorb. Und ich zeige euch nochmal, wie ich das mache. Das sind jetzt 28er Kohlen. Ich lege eine hier drüben hin und hoffe, dass hier dann noch eine reinpasst. Das muss aber nicht der Fall sein, direkt nach dem Anmachen. Dann muss man ein bisschen rumspielen. Ah, doch. Mit ein bisschen Glück kriege ich es vielleicht gleich hin. Man kann ja nochmal probieren, die so zu drehen. Ja, vielleicht ist meine Seite ein bisschen kürzer. Sollte natürlich nicht sein, ist aber oft der Fall. So, und dann passen fast schon. Gut, ich hätte für das Beispiel jetzt vielleicht nicht 28er nehmen sollen. Aber so lege ich dann die zwei hin, die drinne sind. Und dann zum Anrauchen noch eine auf Kipp. Ja, und so rauche ich die Kiste dann an. Irgendwann, wenn das Ding komplett läuft und ich merke, es ist heiß genug, dann nehme ich diese Kohle wieder weg. Irgendwann sind die Kohlen kleiner, dann lege ich die Kohle wieder mit dazu, wenn ich wieder mehr Hitze brauche. Und irgendwann kannst du die auch komplett noch mit reinlegen. Man kann die auch zum Beispiel hier oben so drauflegen. Dann gibt die keine Hitze an die Smokebox ab. Man hat sie aber direkt griffbereit, wenn man sie wieder hier hinlegen will. Und ja, so macht man das dann. Wenn sogar das zu viel Hitze ist, mit zwei Kohlen, könnt ihr auch eine Kohle hier so in die Mitte legen, so ein bisschen. So, und dann kann man noch eine hier auf Kipp mit dazu packen. Und dann hat man noch weniger Hitze. Das macht natürlich auch noch einen Unterschied, ob die hier so leicht quer hängt oder ob man die relativ gerade hinlegt. Dann kriegst du noch ein bisschen mehr Hitze nach unten. Dann kannst du hier wieder eine dazu kippen. Man kann auch eine drinne haben und zwei auf Kipp hinlegen. Macht aber meiner Meinung nach meistens nicht so viel Sinn. Die Russen nennen das übrigens das Mickey Mouse Setup. Mickey Mouse macht aber meiner Meinung nach keinen Sinn, weil eine drin und zwei auf Kipp für mich ungefähr gleich viel Hitze produziert wie zwei Kohlen einfach drin in der Smokebox. Wenn eure Kohle in der Smokebox ausgeht, könnt ihr die ab und zu mal drehen. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Unterseite ein kleines bisschen dunkler ist. Sollte aber nicht ausgehen, wenn ihr die restlichen Punkte aus dem Tutorial da beachtet. So, ich hau jetzt die dritte Kohle mal wieder drauf und dann nehme ich mal meinen ersten Zug. So, das Köpfchen läuft jetzt, also ist gut angeraucht. Ich nehme mal einen Zug. Ja, hier sieht die Rauchentwicklung hinten dran. Und das bedeutet, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir diese Kohle entweder hier hinlegen können. Ihr könntet jetzt auch noch so ein Gitter hier drum rumlegen. Vielleicht kennt ihr diese Gitter, die ich meine. Oder ihr macht es wie ich, ihr legt diese Kohle in euren Kohlekorb. Und dann genießt ihr weiter euer Köpfchen. Ihr könntet, wie gesagt, nochmal probieren, jetzt die Kohle zu drehen. Bei mir muss ich eigentlich nicht machen. Ich lasse sie da meistens so. Und das funktioniert so sehr, sehr gut. Vorweg nochmal ganz wichtig, das Hitzemanagement ist extrem abhängig, wie ihr euren Kopf baut. Das heißt, mein Rezept für das Hitzemanagement muss nicht 1:1 auf euch übertragbar sein. Heißt also, das, was bei mir funktioniert, nicht unbedingt bei euch funktionieren muss. Deswegen probiert das einfach aus, Leute. Fangt erstmal mit zwei Kohlen an. Wenn ihr merkt, das war zu wenig, dann nehmt ihr beim nächsten Mal 2,5 Kohlen. Wenn ihr merkt, das war zu viel, dann müsst ihr wieder auf 2. Oder wenn 2 schon zu viel wird, dann müsst ihr es erstmal mit 1,5 Kohlen probieren. Aber da müsst ihr einfach für euch herausfinden, was für euch bei eurem persönlichen Kopfbau am besten funktioniert. Bei mir ist es so, ich lege meistens 2 Kohlen in die Smokebox und eine auf Kipp. Die auf Kipp bleibt nur so lange drinne, bis der Kopf dann läuft. Dann kommt die wieder in den Kohlekorb und wenn ich später wieder mehr Hitze brauche, dann kommt die wieder dazu. Ich lege meine 2 Kohlen in den Kopf, warte in der Regel ein paar Minuten, mache es aber so, dass ich jede Minute mal ziehe. Dann beim ersten Mal, in der ersten Minute sieht das vielleicht so aus. Da kommt dann noch nicht so viel. Nach 2 Minuten kommt ein bisschen mehr und nach 3 Minuten sollte das dann schon relativ gut aussehen. Dann nehme ich die dritte Kohle runter und fange an zu rauchen. Ihr könnt natürlich auch direkt dran ziehen, das sorgt vielleicht sogar noch für ein bisschen gleichmäßigeres Anrauchen. Ich mache das aber in der Regel nicht. Wenn ihr am Anfang anfangt zu ziehen und die Smokebox ist noch komplett kalt, diese ganze Aluplatte hier, die muss ich natürlich erstmal erhitzen, dann dauert das erstmal ewig. Das heißt, wartet ruhig 2-3 Minuten, wenn ihr auf Kontakt raucht. Wenn ihr auf Abstand raucht, dann können es sogar 5, 6, 7 Minuten werden, bis die Smokebox heiß ist und sich der Kopf ein bisschen mit erwärmt hat. Das ist aber auch wieder so ein Erfahrungsding, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Deswegen der Tipp, legt eure Smokebox drauf, zieht einfach jede Minute einmal,
guckt, wie weit das ist und wenn der langsam Rauch am Start ist, dann könnt ihr langsam loslegen und dann zieht ihr euch auch keinen Wolf beim Anrauchen. Weil wenn ihr die Smokebox kalt draufpackt, Kohlen reinlegt und direkt zieht, dann werden, also ein, zwei Minuten wird da erstmal nicht viel passieren. Ja? Ganz wichtiger Punkt noch, der erste Punkt sogar, Smokeboxen würde ich niemals vorheizen. Das ist genau dasselbe wie beim Ausbrennen. Es kann 100-mal gut gehen, dass ihr euren Kohleanzünder ausmacht, die Smokebox noch kurz mit drauflegt. Es kann aber das eine Mal passieren, dass an der Stelle die Kohle lag und die Stelle noch heißer ist und ihr euch dann eure Smokebox zerstört. Deswegen meine Empfehlung, einfach niemals die Smokebox vorheizen. Packt die kalt auf den Kopf, legt die Kohle rein, holt euch noch was zu trinken, macht euch eine Serie an, irgendwas. Aber diese 2-3 Minuten, bis eine Smokebox heiß geworden ist, durch die Kohle, die drinnen liegt und nicht durch einen Anzünder, eine Turbine oder sonst was, die sind es auf jeden Fall wert. Ihr wollt wirklich nicht so eine 50-Euro Smokebox auf eurem Kohleanzünder zerstören. Es kann 100-mal gut gehen, vielleicht haben auch einige Leute eine Technik für sich rausgefunden, weiß ich nicht, Kohleanzünder ausmachen, eine Minute warten, Smokebox noch 2 Minuten mit drauflegen, dann auf den Kopf, dann bist du aber auch wieder bei 3 Minuten. Also wie gesagt, vielleicht haben ein paar Leute da eine Technik für sich rausgefunden, wie das gut funktionieren kann. Es muss aber nur einmal schief gehen und die 50 Euro sind am Arsch, deswegen würde ich es niemals machen. Eine Frage, die ich auch sehr oft bekomme, ist, wo lege ich denn die Kohle hin? Es ist eigentlich relativ egal, Leute. Legt da einfach 2 Kohlen rein, die können nah beieinander sein, die können ein kleines bisschen weiter auseinander sein. Das macht bei dem HMD durch die Hitzeverteilung über die Aluplatte an der Unterseite keinen riesen Unterschied. Ich gucke einfach nur, dass ich sie meistens auf die Streben liege. Da kommt es natürlich wieder darauf an, welche Smokebox ihr habt, weil die bei allen wieder verschieden ist. Beim Lotus 1 Plus habt ihr hier 3 Spots für Streben. Ihr habt aber nur 2 Kohlen in der Regel drin. Ne? Deswegen legt die ein. Also wenn ihr 2 26er Kohlen anmacht, dann passen die schön nebeneinander in den Lotus 1 Plus. Da gibt es keine große Diskussion, wo man die hinlegen soll. Wenn man jetzt einen MIG Razor oder sowas hat, da passen direkt 3 Kohlen rein. Da muss man natürlich ein bisschen gucken, wenn ihr 3 Kohlen reinlegt, dann habt ihr wieder keinen Spielraum, dann liegen da gerade so 3 drin. Ihr könntet auch 2 reinlegen, dann würde ich die einfach ein bisschen gegenüber voneinander hinlegen und fertig. Wie gesagt, durch die Verteilung über die Aluplatte an der Unterseite macht das bei einer Smokebox keinen Riesenunterschied. Viele fragen mich auch, Marvin, du rauchst ja nie mit dem Deckel. Man könnte natürlich mit dem Deckel rauchen und nur 2 Kohlen benutzen. Am Anfang würde man den dann offen mit draufpacken oder erstmal ohne. Wenn es weniger wird, dann legt man den offen oben drauf und wenn es dann noch weniger Rauch wird, kann man den auch noch zumachen. Ich finde allerdings, es hat sogar einen geschmacklichen Einfluss, ob man mit Deckel raucht und ohne. Ich finde es ohne besser, deswegen rauche ich persönlich auch meistens ohne Deckel und habe dann noch eine 3. Kohle an, die ich eben noch nachlegen kann. Wenn ihr Kohle sparen wollt, probiert es mal aus mit dem Deckel. Für mich oder meine Empfehlung, meine persönliche Empfehlung wäre, ich mache lieber 3 Kohlen an und rauche ohne Deckel, weil es mir A besser schmeckt und B durch die 3. Kohle auch sowieso noch ein bisschen länger hält. Man könnte natürlich auch mit 3 Kohlen rauchen und dann noch den Deckel dazugeben, wenn es langsam eng wird. Kohle nachlegen kann man natürlich auch machen, vor allem wenn man relativ große Köpfe hat, wie zum Beispiel hier der Huacaya. Da müsst ihr allerdings aufpassen, dass ihr nicht zu spät die Kohle nachlegt, ansonsten ist es ein zu großer Hitzeschock für den Tabak unter dem HMD. Und ihr kennt das bestimmt, ihr denkt, oh, es raucht ja nicht mehr, ich muss eine Kohle nachlegen, legt die Kohle rein, innerhalb von 3 Minuten ist das Ganze verbrannt. Dann wisst ihr, das war zu spät zum Kohle nachlegen, dann müsst ihr schon früher anfangen mit dem Kohle nachlegen, damit dieser Hitzeschock eben nicht so krass wird. Also nochmal zusammengefasst, so der typische Ablauf, wie ich das mache. Kopf bauen, HMD, kalt draufsetzen, 2 Kohlen rein, eine oben auf Kipp. Jede Minute einmal ziehen, gucken, wann er halbwegs ready ist. Wenn er halbwegs ready ist, sagen wir mal, im Schnitt ist das so nach 3 Minuten auf einem Noppenkontakt-Setup. Dann nehme ich die 3. Kohle runter, rauche mit den 2, bis ich merke, okay, so langsam könnte ich jetzt die 3. Kohle wieder reinwerfen. Also Geschmack wird irgendwie lascher und Rauch wird lascher. Dann werfe ich die 3. Kohle mit rein oder gucke erstmal, ob ich sie nochmal auf Kipp oben drauf bekomme. Wenn sie schon zu klein ist, lege ich sie komplett mit rein und rauche dann so meinen Kopf fertig und mache mir dann danach in der Regel einen neuen. Man könnte dann auch noch mit einem Deckel weiter rumspielen, aber wie gesagt, ich mache das so. Ich lege dann irgendwann die 3. mit rein, rauche den Kopf tot und dann gibt es einen neuen Kopf. So, und ich hatte mir ja den Vollkontaktkopf geschnappt und da wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar, was ich vorhin schon erwähnt habe, ihr könnt hier so reingehen, könnt das Ganze anheben. Ihr seht schon, da hängt vielleicht ein bisschen was dran. Ihr könnt auch mal kurz pusten, dann kühlt das Ganze ein bisschen ab. Dreht die Smokebox ein bisschen, setzt die wieder drauf und dann sollte euer Durchzug wieder ein bisschen besser sein. Die Alternative ist eben, dass man die Smokebox einfach direkt hier drauf so ein kleines bisschen anhebt und so ein bisschen dreht. Dann zieht man das noch so ein bisschen durch den Tabak und dann sollte euer Durchzug wieder deutlich besser sein.
Dann möchte ich noch kurz auf eine Frage eingehen, die ich tatsächlich sehr, sehr oft in den Livestreams, übrigens Leute, schaut gerne mal in den Livestreams vorbei. Meistens habe ich dafür dienstags, donnerstags und sonntags so ab 19, 20 Uhr Zeit. Es gibt keinen perfekt festen Plan, aber schaut da gerne mal auf Insta vorbei, @swg.huka. Da sage ich immer Bescheid, wann die Livestreams sind. Anyway, in den Livestreams kriege ich sehr oft die Frage so, die Kohle geht aus, was kann ich machen? Da gibt es erstmal ein paar Sachen, über die man reden muss. Es gibt Smokeboxen, die haben weniger krasse Rillen innen drin, wie zum Beispiel der MIG Razer. Es gibt aber auch ältere Smokeboxen, die gar keine Rillen haben, die sind unten glatt. Das heißt, die Kohle liegt ganz komplett unten auf der Alufläche auf. Da kommt kein Sauerstoff mehr dran und an ein verbrennendes Material, dem der Sauerstoff genommen wird, das wird nicht mehr glühen oder nicht mehr verbrennen. Heißt, eure Kohle geht aus. Das heißt, das Erste, was ihr euch fragen solltet, ist, hat meine Smokebox Noppen oder Rillen oder irgendetwas unten drinne, das verhindert, dass die Smokebox, dass die Kohle komplett auf einem flachen Boden aufliegt und dass von unten noch Sauerstoff drankommen kann. Zum Beispiel auch ein Punkt, warum ich den Lotus 1 Plus so liebe. Der hat innen eben relativ massive, große Rillen und da ist mir noch nie eine Kohle ausgegangen, außer Kohle, die halt sowieso eine Fehlproduktion war, aber da kommen wir gleich noch zu. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass euer Lotus absolut trocken ist. Gerade bei dem Lotus 1 Plus kann es passieren, dass zwischen diesen Rillen mal noch ein Tropfen Wasser ist. Wenn ihr den möglichst gut abgetrocknet habt, sollte das in der Regel immer passen. Ein anderer Grund, warum das so sein kann, ist, dass ihr irgendwie eure Kohle doch eine Minute zu früh vom Anzünder genommen habt und die noch so ein bisschen am Durchglühen ist. Wenn ihr die dann in die Smokebox legt und da nicht mehr so ultra viel Sauerstoff drankommt, könnte das schon reichen, damit die Kohle im HMD ausgeht. Ein anderer Grund, warum die Kohle ausgehen könnte, ist, wenn ihr direkt den Deckel mit geschlossenen Dingern hier, also mit den geschlossenen Öffnungen, ja, also wenn ihr euren Deckel nicht so drauf legt, sondern direkt den Deckel irgendwie so drauf legt, weil ihr denkt, ach, dann staue ich die Hitze ein bisschen und dann ist das Ding schneller angeraucht. Das könnte aber dazu führen, dass die Kohle noch weniger Sauerstoff bekommt und eben auch ausgeht. Was man noch machen kann, um das Ganze zu verhindern oder um dem vorzubeugen, dass Kohlen ausgehen, ist, man geht einfach hin und wendet seine Kohlen gerade am Anfang einfach so ungefähr einmal die Minute. Das sorgt dafür, dass die Seite, die droht unten dran auszugehen, wieder mehr an Luft kommt und sich sozusagen ein bisschen fangen kann und die Smokebox unten wieder eine heißere Seite von der Kohle bekommt und sich so aufhitzen kann. Wenn die Smokebox erstmal eine gewisse Temperatur erreicht hat, dann passiert das auch nicht mehr, dann hält sich die Temperatur schön konstant und zieht sozusagen nicht zu viel Energie aus so einer Kohle raus, weil da sucht die Hitze ja natürlich immer den Ausgleich. Wenn beide Parts relativ gleich heiß sind, dann passiert das nicht so krass. Das heißt, ihr könntet am Anfang ab und zu mal eure Kohlen drehen, wenn ihr gemerkt habt, die sind in der Vergangenheit irgendwie häufiger ausgegangen. Wenn alles nicht hilft, ja, also wenn eure Kohle gut durchgeglüht ist auf dem Anzünder, wenn eure Smokebox trocken ist, wenn ihr unten Rillen habt, also es eine gescheite Smokebox ist, wenn ihr das mit dem Drehen probiert habt und eure Kohle geht immer noch aus, dann könnte es sein, dass die Kohle nicht so nice ist und dann solltet ihr vielleicht mal eine andere Kohlemarke testen. Wenn es mit der besser ist, nice. Wenn es mit der immer noch nicht besser ist, dann ist es vielleicht die Smokebox. Ich muss sagen, es gibt Smokeboxen, die haben bessere Noppen innen drinne. Es gibt Smokeboxen, die haben schlechtere Noppen innen drinne. Ich persönlich rauche, wie gesagt, meistens mit dem Lotus 1 Plus, weil es meiner Meinung nach die beste Smokebox ist, die es im Moment auf dem Markt gibt. Und da sind die Rillen innen drin sehr nice gemacht. Und wie gesagt, mir gehen da eigentlich keine Kohlen aus, außer es ist doch mal eine schlechte Produktion von Kohle an sich. Dann hat es aber nichts mit der Smokebox zu tun, sondern ist es halt auch mal schlechte Kohle. Deswegen mal andere Kohle probieren und wenn die nicht ausgeht, dann wisst ihr, okay, es liegt an der Kohle. Ja, also sagen wir mal, ihr habt jetzt auch das Hitzemanagement raus und eure Kohlen gehen nicht aus und ihr könnt sehr entspannt ein Köpfchen rauchen. Dann kommen wir zu einem Punkt, der auch sehr, sehr oft nachgefragt wird. Marvin, wie bekommst du deine Smokeboxen unten so krass sauber? Weil wir haben ja jetzt schon gelernt, wenn man auf Kontakt raucht, dann ist es vollkommen normal, dass da unten Tabak dran hängt. Das ist sogar, es gibt sogar dieses kleine Minigame unter den HMD-Verfechtern, die dann versuchen, den Perfect Donut zu schaffen, dass man die Smokebox später vom Kopf abnimmt und unten der gesamte Tabak noch dran klebt. Das heißt, ihr habt den relativ gut durch, der hat eine relativ gute Knuspermasse da entwickelt und bleibt dann auch komplett hängen. Aber Leute, keine Angst, wenn der Tabak unten dran hängt, wenn man auf Noppenkontakt oder auf Vollkontakt raucht, dann ist das vollkommen normal und auch in Ordnung.
Es entsteht auch nicht diese berüchtigte Schutzschicht, die man bei dem klassischen Overpack fährt. Man gibt dem Tabak niemals zu viel Hitze, sodass der komplett verbrennt. Man verschwelt den Tabak und klar entzieht man ihm Feuchtigkeit und er wird fester und haftet auch hier dran fest. Aber das ist nicht dieses klassische Verbrennen. Ja, es ist eher ein langsames Entziehen der Molasse im Tabak durch die Hitze, die dann eben zu Rauch wird und den Geschmack mit sich trägt. Aber ja, long story short, es ist nicht schlimm, wenn unten Tabak dran hängt. Nur wenn ihr Abstandssetup brauchen wollt und danach Tabak dran hängt, dann wisst ihr, ihr habt zu hoch gebaut, um wirklich ein komplettes Abstandssetup zu fahren. Aber sagen wir mal, es lief alles wunderbar, ihr habt euer Köpfchen geraucht, ihr seid glücklich damit, wie es lief. Dann geht es an einen etwas weniger schönen Punkt und wahrscheinlich auch meinen größten Kritikpunkt an Smokeboxen, und zwar die Reinigung. So, ihr seid mit dem Rauchen fertig. Ihr habt eure Kohlen in euren Kohlekorb. Ich mache das dann meistens so, dass ich den kompletten Kopf mit an die Spüle nehme und gleich beides sauber mache. Ihr könntet aber auch die Smokebox entweder so greifen oder eben mit der Zange in diesen Schlitz gehen und das zum Waschbecken tragen. Tragt das dann eben zum Waschbecken und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal am Waschbecken, wie ich das Ganze sauber mache und mit was ich das Ganze sauber mache. So, hier ist unser Köpfchen. Der ist jetzt gut durchgeraucht. Wir nehmen mal die Smokebox ab und ihr seht schon, erstmal können wir die Asche auskippen und ihr seht schon, da hängt fast alles unten am Kopf dran und beziehungsweise fast alles unten hier an der Smokebox dran und fast nichts mehr ist im Kopf selbst. Das heißt, ich gehe jetzt immer erstmal hin und versuche einmal, ja, das ging sogar ziemlich gut, ne? Wenn man den Kopf gut durchraucht, dann kriegt man schon mal einen Großteil des Tabaks einfach so ab und den schmeißen wir dann in den Müll. Und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. So, als nächstes machen wir einfach das Wasser an. Halten die Smokebox da erstmal drunter. Gehen da kurz drüber. Ich mache halt auch immer direkt noch den Kopf mit. Ja, auch durch den Kopf kann man mal kurz hier mit so einem Stahlschwamm gehen. Nimmt man sich einfach den Kopf, geht hier so relativ sanft einmal rum. Also ich drücke da nicht krass, ich will ja nicht die Glasur irgendwie zerstören. Aber da kann man einmal so rumgehen, spült das Ganze nochmal ab und dann ist der Kopf auch schon fertig. So, bei der Smokebox gibt es folgende Möglichkeiten. Man kann auch diesen Stahlschwamm hier dafür nehmen. Was ich euch aber empfehle, ist euch hier so eine Bürste im Baumarkt zu holen. Die sind deutlich, deutlich krasser. Mit denen geht das viel, viel besser. Kosten irgendwie 3, 4, 5 Euro oder so und ja, tausendmal geiler. So, wir machen das Wasser an. Ich lasse das immer ein bisschen laufen. Also ich mache das unter laufendem Wasser. Halte die Smokebox da drunter und gehe in kreisenden Bewegungen über die Smokebox. Ja, also einfach leicht kreisende Bewegungen über die Smokebox hier gehen. Und dann geht da schon relativ viel ab. Das muss auch noch nicht perfekt werden, weil wir kommen zu meinem Geheimtrick, der absolut nicht geheim ist, und wenn wir da einmal drüber gegangen sind, dann sieht das so aus. Ich habe aber hier noch so eine Schüssel mit Wasser und die Smokebox würde ich jetzt einfach hier mit reinlegen und würde das einfach über Nacht liegen lassen. Das habe ich schon mit der hier gemacht. Das heißt, wir können die jetzt mal weitermachen und können mal gucken, wie viel da jetzt noch von abgeht. So, und dann sehen wir, also vor dem Einlegen war dann ungefähr so, wenn ihr die eine Nacht ins Wasser legt und danach nochmal mit dieser Drahtbürste hier drüber geht, dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ihr das auch noch wegkriegen wollt, könnt ihr natürlich machen, könnt ihr nochmal einlegen und dann nochmal drüber gehen und dann wird das immer und immer besser, ne? Und so reinige ich meine Smokebox. Also einmal grob drüber gehen, damit das dann so aussieht, dann eine Nacht in Wasser einlegen, nochmal drüber gehen und dann ist das Ding auch fertig. Dann gut abtrocknen und wieder weglegen und dann passt das Ganze. Ich spüle nochmal innen aus, gucke, dass innen kein Tabak drin liegt und so. Und dann ist das wunderbar. So, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Das heißt, wir wissen jetzt, was wir vor der ersten Benutzung machen müssen, wie wir das Ganze vorbereiten, wie wir unseren Kopf dementsprechend bauen, welche Köpfe wir so benutzen können, wie wir mit der Hitze umgehen, was wir machen, wenn die Kohle ausgeht, was wir machen, wenn der Durchzug RIP ist und wie wir das Ganze danach eben wieder sauber bekommen. Heißt also, es bleibt nur noch
ein abschließendes kleines Fazit meiner Seite. Zuerst muss man mal sagen, der krasseste Nachteil an Smokeboxen, beziehungsweise gibt es für mich zwei Nachteile. Der erste ist, es ist einfach teuer. Ja, also so ein originaler Kalaut Lotus 1 Plus, der kostet halt in der normalen Variante, wenn ihr ihn günstig findet, so ungefähr 50, 55 Euro. Vielleicht hat man mal Glück in einem Angebot für 45 Euro. Alles, was günstiger ist, wäre ich vorsichtig, könnten Fake sein. Und so ein Niris, der kann sogar 60 Euro kosten oder mit ein bisschen Rabatt dann vielleicht auch 55 bis 60, vielleicht mal 65 Euro. Der Lotus 2 kann in der Clear-Variante 70 Euro kosten. Die mit Farbe kosten sogar teilweise 100 Euro. Long story short, ein krasser Nachteil von Smokeboxen ist der Anschaffungspreis. Vor allem von Smokeboxen, die ich empfehlen kann. Wie gesagt, meine persönliche Empfehlung, Kalaut Lotus 1 Plus. Und der kostet halt zwischen 50 und 60 Euro. Das ist eine Menge Geld. Da muss man schon sehr lange mit rauchen, damit man das Geld wieder rausholt. Aber das ist auch genau der Punkt, wo ich sagen muss, das ist zwar ein Nachteil, dass man erstmal 50, 60 Euro ausgeben muss. Auf der anderen Seite, Leute, ich habe noch meine ersten Lotus-Aufsätze. Also die Dinger hier, die habe ich schon 2 Jahre und die sind immer noch okay. So, ich könnte immer noch damit rauchen. Ich finde mittlerweile natürlich den Lotus 1 Plus geiler, deswegen habe ich mir einen neuen geholt. Aber die sind immer noch okay. Ich könnte immer noch damit rauchen. Und wenn man viel raucht, so ungefähr, sagen wir mal, man vergleicht jetzt Somo Panzer Alufolie mit einem HMD, dann kann man ungefähr 600 oder man muss 600 Köpfe mit einem Lotus 1 Plus rauchen, damit er günstiger ist, als jedes Mal ein neues Blatt Alufolie zu nehmen. 600 Köpfe klingt jetzt erstmal relativ viel, für Leute, die aber viel Shisha rauchen, mich mit inbegriffen, ist das so ein halbes Jahr. Also sagen wir so, zwischen einem halben Jahr und einem Jahr hat man eigentlich den Preis von so einer Smokebox raus und sie hält deutlich länger als ein Jahr. Vor allem, wenn man halbwegs gescheit damit umgeht. Und also es ist schon schwer, so ein Ding klein zu kriegen. Ja? Und das heißt, klar, die erste Investition von 50 bis 60 Euro, die tut erstmal weh, das ist nicht wenig Geld. Auf der anderen Seite hält das Ding halt einfach Jahre und ihr müsst es nicht andauernd nachkaufen oder so. Klar, irgendwann will man vielleicht mal einen zweiten, dass man irgendwie 2 Köpfe rauchen kann und dann erst sauber machen muss oder sowas. Aber just saying, irgendwann hat man das Geld im Vergleich zu Alufolie raus. Gerade wenn man viel Shisha raucht, ist es gar nicht so teuer, wenn man es auf die Dauer sieht. Und der zweite Nachteil, den ich mir auch einfach nicht schönreden kann und vielleicht bin ich auch ein bisschen biased, dass ich, weil ich so gerne Smokebox rauche, vielleicht ein bisschen positiv drüber rede. Aber das ist es halt nun mal hier. Es geht um meine Meinung und das ist eben meine Meinung zu Smokeboxen. Ich bin sehr großer Fan davon. Aber ein Nachteil, den ich mir absolut nicht schönreden kann, ist die Reinigung. Ihr habt es gesehen, wie ich den sauber mache und das ist halt schon deutlich anstrengender, als einfach gerade die Alufolie abzureißen, den Kopf sauber zu machen und da ein neues, perfekt sauberes Blatt Alufolie für zu nehmen. Es ist einfach so, es ist ein bisschen stressig. Wenn ihr die so sauber macht wie ich, werdet ihr merken, es geht doch relativ einfach. Es ist nicht so schrecklich, aber es ist auf jeden Fall immer noch schlimmer, als einfach ein neues Stück Alufolie zu nehmen. Das war es eigentlich so ziemlich zu meinem ultimativen Smokebox-Guide. Fast alles oder, also vielleicht ist nicht jeder kleine Trick mit dabei, aber die wichtigsten Tipps und Tricks, die ich in 2 Jahren Smokebox-Liebe, sage ich mal, gelernt habe, die wollte ich euch in dem Video jetzt einfach mal rüberbringen, weil ich so viele Fragen zu Smokeboxen immer bekomme, weil die Leute wissen, dass ich so gerne Smokebox rauche und ich es euch halt auch einfach nur empfehlen kann, weil es für mich die beste Art ist, Shisha zu rauchen. Also, ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Vielleicht können wir sogar irgendwann nochmal ein 2.0 von dem ultimativen Smokebox-Guide machen. Falls ihr noch geile Tricks habt, wie gesagt, packt die sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ansonsten lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Das Video war sehr viel Arbeit, viel verschiedenes Zeug gefilmt, lange drüber nachgedacht, mit vielen Leuten drüber geredet, was deren Meinung ist, was da alles mit rein muss, was alles wichtig ist. Just saying, das Video war krass aufwendig. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo oder einen Daumen nach oben auf dieses Video raushauen würdet. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.